Wahl-O-Mat oder gleich die Kandidaten fragen. Frage 4: Krieg oder Frieden? Wir können sehen, welche Fragen zur Bundestagswahl 2013 vom Wahl-O-Mat gestellt werden, damit die Wähler im vorgesehenen Gatter verbleiben. Sie sind wie immer und schon vermutet eben nicht unbedingt die richtigen. Wesentliche werden nicht gestellt, andere so, dass man sie nicht klar beantworten kann. Trotzdem findet man ein paar Anhaltspunkte. Insofern kann ich auch diesen Teil etwas abgewinnen. Schon allein die Auflistung der Programmbestandteile bzw. Antworten auf die Fragen erspart eine Menge Recherche. Meine wichtigste Frage, die ich bereits allen hier im Wahlkreis sich Fragen stellenden Kandidaten so oder in angepasster Form geschickt habe: Krieg oder Frieden? Die wichtigste und damit erste Frage, die mir ein künftiger Bundestagsabgeordneter zufriedenstellend beantworten muss, wenn ich ihn wählen soll, ist die Frage nach Krieg und Frieden. Wir stehen an der Schwelle eines internationalen Kriegseinsatzes mit möglicher Beteiligung der BRD im Rahmen der NATO, der in einen dritten Weltkrieg münden kann. Der Einsatz wird aufgrund der humanitären Katastrophe als alternativlos dargestellt. Selbst ein militärisches Handeln ohne UN-Mandat, welches für mich auch keinen Grund für einen Krieg darstellt, wird unverhohlen in Betracht gezogen. Wie bereits in vielen ähnlichen Situationen zeigen uns die Medien eine Situation mit inszenierten Bildern, die eine Unterstützung der Öffentlichkeit und natürlich auch der Volksvertreter erwirken sollen. Der ungeklärte Chemiewaffeneinsatz soll die USA erneut, wie im Irak, in Libyen, Afghanistan und anderen Ländern zum Völkermord legitimieren. Wahrscheinlich wieder mit Uranmunition, die zusätzlich zu den vielen Toten unter den Menschen irreparable Schäden an der Bevölkerung, besonders an Kindern, verursachen wird. Wie stehen Sie persönlich zur Frage von Krieg und Frieden? Prinzipiell und in Syrien konkret? Mich interessiert dabei nicht die Stellung Ihrer Partei. Mich interessiert die Position von Ihnen als Mensch, der auch als Abgeordneter nur seinem Gewissen verpflichtet sein sollte, nicht irgendeiner Parteidisziplin. Werden Sie sich mit aller Kraft dafür einsetzen, dass von deutschem Boden nie wieder ein Krieg ausgeht? Dass wir ausschließlich die Waffen sprechen lassen werden, wenn wir unser Vaterland verteidigen müssen? Und wie stehen Sie zum Austritt aus der NATO? Denn dieses Bündnis ist vom Verteidigungsbündnis, wenn ich großzügig mit der Auslegung bin, zum Angriffsbündnis, zur Rohstoffsicherung und zur Wahrung der politischen Interessen der USA verkommen. Ende der Frage. Wenn für Sie diese Frage auch wichtig ist, kopieren Sie sich den Text. Machen einen eigenen draus, gehen auf abgeordnetenwatch.de und stellen diese Frage Ihren Kandidaten. Oder konfrontieren Sie diese persönlich oder per Mail oder Brief. Vielen Dank.